Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir wahrscheinlich die weirdeste Runde aller Zeiten. Ich versteh's nicht. Aber egal. Legen wir los. Let's go. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier einigermaßen gute Waffen finde. Ich sehe auf jeden Fall schon zwei, okay. Oh yes. Das ist sehr geil. Das ist ultra geiler Start. So, das heißt, ich warte jetzt, bis die anderen fighten und dann mische ich mich ein. Das ist im Moment der Plan. Ganz einfach eigentlich. So. Aber die wollen irgendwie nicht fighten, kann das sein? Ach Gott. Da brennt jemand. Ich auch. Ich schmeiß aber noch mal ein paar hinterher. Was soll der Geiz? Ah, warte mal. Das ist auf jeden Fall ein Decoy. Und der andere Kollege ist hinter mir. Geht doch. Nein! Hä? Was? Ja, so, danke. Mein Gott. Hä? Egal, einfach nicht hinterfragen. Einfach nicht hinterfragen. Was war das denn gerade? Warum habe ich das Scope nicht bekommen? War nicht so stressig, Alter. Ich habe richtig Alarm gemacht, die zwei Kollegen. Aber ich habe mehr Alarm gemacht. Hey. So, zack, 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 zack. Das kann raus. Ich habe leider keine guten Granaten. Für meine Ult. Für mal alles schön und gut, aber nicht optimal für ein Horizon Black Hole. Aber okay, ist egal, ist egal. Wir werden auf jeden Fall mal kurz gucken, was hier drin so abgeht. Okay. Ich stibitz mir nicht mal ganz kurz, bin ich ehrlich. Keine Ahnung, wo die hin sind. Aber die haben mir absolut keinen Loot da gelassen. Ja, krass. Okay. Bam. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Die haben doch da gerade gefightet, ne? Wahrscheinlich stehen sie jetzt oben, ne? Ich sehe schon, komm. Wow! Nee. Nix wow. Hä? Oh, goldenes Heavy Mag. Krass. Ja. Komm schon. Guter Slide, guter Slide. Nice. Einigermaßen smooth, würde ich sagen. Ich weiß aber im Westen nach wie vor nicht, wo die hin sind. Ich kann es euch nicht erklären.
Ich würde es euch gerne erklären, aber ich weiß es nicht. Die sind wahrscheinlich hinten rausgelaufen Richtung Cascade Falls. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber es ist eine sehr, ich will nicht sagen weirde Rotation, aber hätte ich nicht wirklich erwartet, ehrlich gesagt. Naja, okay. Ich meine, ist ja nicht meine Entscheidung, wo ich hinlaufe, ne? Auch nicht! Hä? Okay, dann verstehe ich es echt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen von hier oben irgendwo runter, aber nein. Tun sie nicht. Dafür fighten sie da unten irgendwo. Hä? Also das ist gerade wirklich extrem weird. Und es ist ewig weit weg. Ah ne, wobei so weit weg ist es actually gar nicht. Aber ich komme zu spät, weil Yes hat eine Rampage. Hat den Killy da getötet offenbar. Da war das Aim kurz nicht am Start. Das ist ein Problem. Weil diese Spinnen schon penetrant nervig sind, aber egal, ich renne einfach durch. Ja, ja, die boost mich sogar noch ein bisschen. Das ist sehr, sehr nett von euch. Ja, komm. Danke für den Stuff, by the way. Spinnen, ganz ruhig. Keine Ahnung, was der Octane vorhat. Auf jeden Fall. Hä? Ja, schießt mich ruhig ab. Ich meine, das interessiert mich jetzt gerade sehr, sehr wenig. Ja, süß. 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 Ach, egal. Ich hinterfrag's gar nicht mehr erst. Der Typ ist einfach einmal komplett rumgerannt. Hier rein. Also, die Runde haben wir es mit Rotations, ne? Und zwar Rotations, die absolut keinen Sinn ergeben. Um nicht zu sagen, absolut dumm sind. Ah ja. Oh nein, das war dumm. Hat sie nicht geheilt. Gut. Die hat aber geilen Stuff, Alter. Die hat einen richtig guten Stuff. Holy crap. Zack, zack. Okay, das passt. Glaube ich, nehme mal das Zweierscope auch auf der Havoc. Ich weiß noch nicht, ob das ein Fehler war, aber wird sich schon noch zeigen. So, auf jeden Fall. Kann ich das Care Package immer noch nicht scannen? Hier hinten waren auf jeden Fall aber Shots. Und die Leute müssen von hier irgendwie in die Zone gleich gehen. Schade, dass Gravity Cannon Tap Strafe nicht mehr funktioniert, ne? Hier ist auch viel zu ruhig, keine Ahnung. Faust. Also es sind hier verrückte Leute unterwegs anscheinend. Yes und Faust und ach Gott, keine Ahnung. Ach, guck mal, ein Lebenszeichen. Oh mein, ach so, ja, cool. Schön.
Ach so, ihr trefft einfach wie Götter, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ciao. Nee, nee. Komm, hör auf. Ich hab keinen Slow, ihr schon. Ja, 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 ja. LOL. LOL! Was? Der wurde einfach gesniped? Dankeschön! Hä? Von oben? Wo ist der Bloodhound hin? Diese Sau. Ach, guck mal. Weiß eigentlich egal, wo der Bloodhound hin ist. Der hatte eh nichts Gutes. Also doch, hat er schon Red Shield, ja, aber okay. Guck mal. Lass mich doch in Ruhe, mein Gott. Oh Gott, das sind wieder welche, die haben wieder alles Bock. Den Fuse nehme ich mit. Den nehme ich mit. Wobei, der hat keinen Bock. Okay, dann bin ich auch raus. Ja. Ja. Süß. Ich rotiere mal hier hoch, ne? Wenn es dir nichts ausmacht. Mhm. Ach, das ist ein Einzelner, was, hä? Hä? Was? Ring's close and we've got 45, plenty of time for a kick. Hey, mute. Another soft landing. Okay. Ja, nice try, aber ist okay, ne? Ist okay, hinter mir ist noch ein Fuse, das muss ich immer noch im Kopf haben, aber es ist eine sehr, sehr weirde Runde. Aber gut, das war es schon von Anfang an. Von dem her überrascht mich das gar nicht so. Zack, zack, zack. So, Stuffy, Stuffy, Stuffy. Hier oben ist Zone. Die wird mit der Rampage gefightet, die gecharged ist. Dann packen wir einmal die Havoc aus. Ach, guck mal, das ist mein Octane. Der hat gerade hier ein absolutes Kreuzfeuergerät. Sorry, Bro. Dankeschön. Und Dankeschön. Ich nehme tatsächlich die 301, komm. Light Ammo ist ein bisschen easier zu finden als Energy Ammo, vor allem was Endgame betrifft. Und ja, so ist es auch. Gut. Ja, ja. Ruhig. Ruhig, Leute, ruhig, ganz ruhig. Alles cool. Hab dich schon gesehen, Schatzi. Geh
Okay, das ist gelootet, okay. Das könnte die RE von vorhin gewesen sein. Hemlock, okay. Zwei Loba-Stores. Das ist der Pathfinder. Lern, dass die Eva mit Doppelschuss einfach schlecht ist. Ist sie wirklich. Leute, kann ich euch nicht empfehlen. Das Timing mit ihr ist absolut weird. Da hinten? What? Ach, süß. Okay, ist ein bisschen weit weg, ne? Ich meine, ich habe genügend Ammo, so ist es nicht, aber... Oh, den Fight fühle ich halt nicht, ne? Die müssen aber eh zu mir kommen, also von dem her ist egal. Außerdem soll ich mal ein paar Cells mitnehmen, ups. So, zack. Bin ich in der Zone? Hier bin ich in der Zone, sehr gut. Das ist actually sehr, sehr gut. So. Wir rotieren meine Schnuckis. Solo Fuse versus Zweierteam, ne? Ja, das ist der Fuse. Und dann immer noch Blue Shield, ja, okay. Muss mich auf das andere Team fokussieren. Das muss doch hier. Ja, das ist noch hier drin. Das ist tatsächlich noch hier drin. Der Fuse rotiert. Und das würde ich euch nicht empfehlen. Oh, der ist genockt. Das ist blöd. Der hat eine Sentinel. Ja, genau, 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 genau. Wo steht er genau? Da, Open Field. Mhm, smart, 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 smart. Ja, wird nicht viel bringen, ne? Ich meine, schön zum Resten, aber... Ja. Huch, das tut mir leid. Der Fuse ist da hinten. Cracked. Also 3k Damage würde ich schon noch gerne rausholen, sag ich ehrlich. Ich sehe nicht. Ich habe halt genügend Ammo, ne? Das kann mir eigentlich nicht zum Verhängnis werden. Huch. Sorry, Bro. Das ist so dirty irgendwie, aber irgendwie geil. Warum das Heat Shield da? Darf ich kurz fragen? Ich sehe ihn halt nicht gut, ne? Das ist mein Problem. Kein gutes Line of Sight auf ihn. Ich kümmere mich mal kurz um den, ne? Ich erspare euch den mal ganz kurz. Er regt ein bisschen auf, ne? Ihr wollt resten und er macht hier seinen Spaß. Das Ende war genauso weird wie die Runde selbst. Also, das habe ich noch nicht erlebt. Also, ich meine, war eine coole Runde und so, ne? Aber es war absolut weird. Die Rotations der Gegner, die Unterschiedlichkeit vom Skill der Gegner, dann die Aktionen der Gegner. Also, es war alles komplett weird. Hä? Warum? Das war eine der weirdesten Runden, die ich jemals gespielt habe. Es war nichts berechenbar. Und es hat nicht so funktioniert, wie ich es gedacht hätte. Ja. Okay. Egal. Wenn es euch trotzdem auf irgendeine weirde Art und Weise gefallen hat, dann gerne positiv bewerten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.